Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Info Neuland TV. Das Menefepa Fußballturnier 2014 ist wieder unterwegs. Am Samstag, den 9. August, begegneten sich die Mannschaften des DBN und PSV auf dem Deportivo Boquerón Neuland. Bei den Jugendmannschaften siegte der PSV mit 7:1 Toren. Die Torschützen für den PSV waren Terry Fröse mit 4 Tore und Michael Giesbrecht mit 3. Für Neuland traf Alfred Pauls. Bei den Auswahlmannschaften gab es ein 1:1 Unentschieden. Die Tore kamen bei Paratodo von Alexi Harder und bei Neuland von Uwe Wallmann durch einen Elfmeter.